Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kaschalotter. Da sind wir wieder mit Alice Madness Returns, wollte ich sagen. Meine Fresse, jetzt habt ihr was zu lachen gehabt. Da haben wir die Hutmacher-Domain und da waren wir hin und... Ja, ich muss jetzt OBS tatsächlich viermal neu starten, weil... Irgendwie hat es nur noch geruckelt und ein Delay gehabt. Ich meine, schließlich mal vor allem an der Kamera. Jetzt ist kein Delay, aber sonst, ne? Tut das Vorschaubild extrem verzögert reagieren. Nach jeder Folge, das ist belastend. Und ruckelt. Und was stimmt da nicht? Scheiße, ist das cool. Und hier ist jetzt die ganzen Tekern. Oh mein Gott, das ist auch noch eine Tekerne. Oh mein Gott, ist das cool. Oh mein Gott, das ist so fucking awesome. Etta Industries steht da noch im Schild drin drauf. Oh mein Gott, das ist so fucking awesome. Die Domäne des Hutmachers. Fast so erinnere ich sie. Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice. Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert. Dr. Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv und anders sei gut. Anders an sich ist weder gut noch schlecht. Ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe. Finde den Hutmacher, Alice. Er weiß mehr über anders als du. Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen gut und böse? Machst du dir Freunde, Alice? Du bist so zufällig todbringend und gänzlich verwirrt wie immer. Ich bin bis jetzt auch ohne dich zurechtgekommen, Katze. Troll dich in deine armselige Hütte. Ich rufe dich, falls ich dich brauche. Unüberlegt wie üblich. Es geht nicht um Fall, es geht um Wand. Und nun halte ein und den Mund, den du sagst. Typisch. Ich hab genau gesehen, das Wach war da schon vorher. Oh, sie hat eine neue Kleidung bekommen. Geil. Ich hatte schon elegantere Auftritte. Ich kann von Glück reden, dass noch alle Knochen heil sind. Dann ist jemanden, die, nackte, federlose Ente aufgefallen, die da vorbeiflog. Ist das jemandem aufgefallen? Oder nur mir? Im Ernst, eine nackte Ente ist vorbeigeflogen. Sterbe ich? Ja. Ah, okay, so funktioniert das Respawn-System hier. Interessant. Lizzie. Weißt du noch, wie ein Dampfstoß dir dein Kleid bis zum Hals hochgepustet hat? Direkt vor Harrods. Ein Glück, dass deine Unterwäsche gerade frisch gewaschen war. Ja, Kackstreifen sehen auch scheiße aus, ne? Irgendwo eine Nase. Hör dich doch irgendwo. Hör dich doch. Ich höre genau da das Schweinchen. Müssen wir uns mal besser umgucken gleich. Wow, er kann perfekt ausweichen. Oh, ja, das kann was werden. Ein bisschen Höhe gewinnen. Zähne. Wow, was war das denn für ein Laderuckler? Den habt ihr auch bemerkt, oder?
richtige Timing abpassen. Da ist die Schweineschnauze. Was? Oh. Ihre eigene Wand ist sogar verschwunden. Wow, die spawnt einfach. Ring an der Wand, so ein Trophäenwand, ne, und plupp, weg. Trophäenholz, würde ich eher sagen. Aber wow, einfach despawned. Könnte mal aufhören, einfach Objekte despawnen zu lassen. Sind sowas immer bäh. Wow, wie weit ist die Rennerdistanz? Ich habe gerade schon wieder Dinge verschwinden und wieder auftauchen sehen. Ich meine, dieses Spiel kann deutlich mehr aus sich rausholen, also. Selbst wenn man ein Remake davon machen würde, das wäre grafisch on top. Und das nur mit dem Bestehenden, was jetzt schon da ist. Schärfere Texturen. Hundertprozentiger, sofortiger 1080p Support. Anders geht's nicht. 4K Auflösungen. Das wäre der Hammer. Man bräuchte nicht mal viel tun, man könnte sogar die Renderdistanzen erhöhen und alles. Das ist für dynamische Beleuchtungseffekte könnte man auch noch reinklatschen. Das sind eindeutig hier Lightmaps. Ja, es ist eine Lightmap. Man könnte richtig hammerhart dynamisches Licht reinklatschen. Weil diese kleinen fliegenden Viecher, die Lightbulbs da, hinterlassen kein Licht. Ja, die enden auch nicht. Nur Textur. Schlussendlich, man könnte richtig viel aus diesem Spiel machen. Selbst wenn das nur irgendjemand mal als Mod macht oder so. Das, was ich gerade so verlange. Wäre das schon der Hammer. Das Spiel würde so unfassbar gut aussehen. Fast schon wieder verboten gut. Stellt euch mal vor, ne, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Online-Zwang und alles entfernen würde von EA, diesen ganzen EA-Müll raushaut. Vielleicht hat es zum Beispiel auch so ein Denuvo-Copyright-Ding oder so irgendwas, kann ich mir schon vorstellen, weil kleine Ruckler. Allein nur schon wegen meiner Aufnahme. Dass ich OBS immer neu starten muss, hallo? Ne? So einen Scheiß raushauen. Einfach mal richtig scharfe Texturen reinklatschen. Man sieht das schon, die sind ein bisschen matschig. Höhere Auflösung, höherer Detailgrad, mehr Polygone, dynamische Beleuchtung. Am besten auch keine vorgefertigten Normal Maps, sondern einfach nur echt, alles in Echtzeit. Das Spiel würde so verdammt gut aussehen. Richtig gut. Und im Ernst, passt bei Alter die Physics an. Das sieht, ihre Haare manchmal. Schön, dass man hier Nvidia Physics benutzt hat, aber verbesserungswürdig. Definitiv verbesserungswürdig. Ne, wenn ihr versteht, das ist kein Meckern auf hohem Niveau. Sondern einfach nur mal so eine Überlegung. Wie man das Spiel in seinem jetzigen Zustand sogar noch um einiges verbessern könnte. Ich meine, hier die Texturen, die hier die ganze Zeit blinken. Mach da mal ein dynamisches Licht drauf, dass das sogar auf die Wände abfärbt. Und so hier auf sein Gegenüber. Das würde so hammer aussehen. Ich meine,
Gut, du siehst einen kleinen Blumeneffekt, der da drüber schwebt, aber nee. Nee. Außerdem ist er viel zu seicht. Das Spiel würde richtig geil aussehen. Könnte richtig geil aussehen sogar. Und tschüss. Ah. Oh, und heute mal Kashi-Story, meine Fresse auf so einen Laderuckler zu machen. Oder Speicherruckler, was auch immer das war. Das ist nervig. Aber von wegen Kashi-Story. Heute habe ich mal echt eine interessante Persönlichkeit kennengelernt. Ich werde ja keine Namen nennen, weil macht man nicht. Aber echt geile Persönlichkeit. Jetzt bin ich tot. Boah, wieder einfach das Screen drüber geht. Möchtest du fortfahren? Ich höre sie noch grunzen. Was ist das denn für ein Ruckeln immer? Oh, ich merke schon wieder. EA. Fast meine versucht, irgendwas im Hintergrund zu safen. Oder zu überprüfen. Ich muss das nachher mal überprüfen, warum er solche Ruckler hat. Ist nicht mehr wahr, ey. Da, schon wieder. Was ist das? Könnte das eine Speicherung sein? Ich verstehe das nicht. Muss ich nachher mal prüfen und testen und einen Log schreiben. Beziehungsweise einen Log schreiben lassen. Was da für Zugriffe gerade passieren, weshalb, wieso, warum. Kann man das auch eindeutiger identifizieren, warum hier so manchmal so durch Ruckler kommen. Ich meine, ist das schrecklich. Eine Schrottstatue des Hutmachers. Ah, jetzt weiß ich... Idiot. Ja. Ja, besagte Person, ne? Guck ja nebenbei, ob sie mir geschrieben hat. Es ist aber schon über 0 Uhr. Was macht mein Handy automatisch? Weil ich es so wollte, einen Ruhemodus. Allein nur weil Facebook. Weil Facebook geht nur auf den Sack. Pitting, 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 pitting. Das ist allein, wenn du nur schon irgendwo erwähnt wirst. Oder irgendeine Statusaktualisierung von Ficken oder irgendwas. Keine Ahnung. Alter, hörst du mal auf damit. Gott, ich muss echt prüfen, wo man hier ruckelt. Ja, auf jeden Fall, ne? Ruhemodus. Besser. Aber ich muss nicht den Ruhemodus ausschalten, weil... Sehe ich doch gar nicht, ob sie schreibt oder nicht. Mein Herz ist offen, Alice. Nie verschlossen, nie versperrt. Es braucht keinen Schlüssel. Schön, dass du so ein Herz hast. Also mein Herz ist verschlossen. Braucht immer einen Schlüssel. Lass doch nicht jeden in mein Herz gucken. Bin ich denn Krösus?
Oh, da springe ich jetzt hier nicht rüber. Jetzt aber. Oh, Spiel! Hör auf damit, das nervt. Satirisch. Warum muss der Schildbau extra spawnen und dann kann er aus der Höhle krabbeln? Ziegel sind aus Stein, Alice. Ein Backsteinhaus ist genau wie Gibraltar immun gegen Feuer, Witterung und sogar gegen unanständige Berberaffen, falls es nötig ist. Dafür ist deine Hütte aber abgefackelt. Na, was sagst du jetzt? Und wer lagert bei sich zu Hause Bärwaffen ein? Und wieso? So, bitte kein Ruckeln jetzt. Ich muss das echt überprüfen. Ich hab echt die Vermutung, weil, ich hab gerade schon die Vermutung. Das Spiel tut ja immer speichern zwischendurch, ne, Checkpoints, also Stats. Ne, damit halt nichts verloren geht. Da schon wieder die Platte einfach despawnt. Und meine Vermutung wäre jetzt, das Spiel legt da schon einiges an Speicherdaten an. Das ist ja meine Vermutung dahingegen. Meine eigenen Dateien liegen auf der etwas langsameren Festplatte, also meine alte, große Hitachi, 1 Terabyte. Die ist echt langsam. Naja, sie ist auch schon in die Jahre gekommen. Früher war sie schnell. Ne, als es noch SATA 2 gab und nur SATA 2. Noch kein SATA 3. Und noch kein SATA 6. Und was auch immer. Auf jeden Fall war sie für ihre damaligen Verhältnisse extrem schnell. Ja, mittlerweile habe ich ein schnelles System, jetzt ist die Festplatte aber langsam. Ah, Ficknölle. Jetzt hätte ich so die Vermutung, das Zwischenspeichern das Ruckeln auslöst. Das muss ich mal echt prüfen. Alice war viel allein. Ein introvertiertes und einsames Kind vermutlich. Ihre Schwester, obwohl liebevoll, war zu alt, um Spielkameradin zu sein. Ah, Waffen haben wir doch was. 475, okay. Da muss ich echt mal auf die Zugriffe gucken, was geschrieben wurde, wie und wohin. Würde mich jetzt vielleicht interessieren. Vielleicht kommt daher das, dieses kleine Ruckeln. Das ist schön. Das wäre richtig schön. Kabutsch, Baby. Wollte gerade sagen, und für alle Würmer, ich bin die Gefahr. Sieht schon wieder nicht so gut aus hier. Außer, dass überall Tee in Massen fließt. Ja, die Tür geht zu. Ja, das war klar. Tür geht zu, neuer Gegnertyp. Augenpott. Ja, raus mit dem Auge.
Einfach weg. Hau weg damit. Ah, sie können heißen Tee ballern. Schon ein bisschen überraschend, dass gerade der Gegner-Typ in Tyson Table. Irgendwie ist es nicht überraschend, aber es ist cool. Im Ernst, ich werde mit Tyson Table beschossen. Das ist cool. Ja, ich lasse mich erstmal angreifen. Ah, wieder getroffen. Wunderbar, und sein Auge fliegt sogar raus. Sein gespültes Auge. Scheiße, sein Auge schießt da richtig raus. Fundbüro. Das finde ich krass. Schon irgendwie cool, wie sein Auge so flump recht rausschießt. Ah, ich kann die Katze rufen. Er ist zeitbesessen. Finde ihn oder deine Zeit könnte kommen. Abstauben, Mädchen. Der Hutmacher soll dich doch von deiner besten Seite sehen. Oh, nur zwei Tipps. Okay. Schade. Wow, die Folge wird wieder endlos groß. Ah ja, ich muss gleich aufhören. Ich will aber nicht aufhören, ich will weitermachen. Ja, kennt ihr bestimmt auch, ne? Wenn es am besten ist, willst du nie aufhören. Aber du musst. Ich weiß nicht mehr, wann das Spiel überhaupt seine Checkpoint speichert. Jetzt? Irgendwann. Hier? Na egal, wir machen morgen weiter. Ich will ins Bett. Also liebe Leute, haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Hab euch lieb. Erstmal was Wunderschönes da und wehe nicht, sonst gibt's Popo voll. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Guten Morgen, guten Mittag oder irgendwas eben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Tschüss.